Morgen werden sie einen freien Tag haben. Was werden sie dann machen? Ja, ich denke, zuerst mal geniessen, weil ich denke, wir haben eine gute Gruppenphase gespielt und jetzt geht es darum, uns möglichst schnell zu erholen. Nicht zu viel über die Zukunft nachdenken, weil der Match kommt genug früh. Das Halbfinale. Darum werden wir sicher Glas angehen und uns versuchen, mental vorbereitet auf die Aufgabe, die uns erwartet am Samstag. Jetzt müssen Sie Bern verlassen und auf Zürich wechseln ins Hallenstadion. Freuen Sie sich trotzdem? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist eine grössere Halle und es ist ein Halbfinale. Es spielt, glaube ich, keine Rolle, wo das Spiel stattfindet. Wir freuen uns so oder so und es wird ein cooles Event. Wie in den letzten Jahren haben Sie jetzt das Halbfinale erreicht. Was ist in diesem Jahr anders? Vieles, vieles. Also, ja, ich denke, wir haben sehr hart gearbeitet in diesen eineinhalb Jahren, so hart wie noch nie. Ja, mit vielen Eben. Ich bin selber noch nicht so lange in Nazi, aber andere sind länger dabei. Und wir haben sehr hart gearbeitet einerseits und andererseits, es ist ein Heim-WM. Und wir haben, das ganze Publikum ist in unserem Rücken und das sind zwei Faktoren, die wir zu unseren Gunsten werden nutzen und dann ist alles möglich. Jetzt geht es aber ausgerechnet gegen den Doppelweltmeister aus Finnland. Was erwartet Sie für ein Spiel? Ja, es wird ein hartes Spiel. Also ich denke, es spielt nicht grosse Rolle gegen Wehren. Halbfinale wird immer hart, mit dem haben wir gerechnet. Und unser Ziel ist, dass wir wirklich zum Zeitpunkt X, wenn es darauf ankommt, parat sind. Und es wird nicht einfach, aber wie gesagt, aufgrund von diesen zwei Faktoren, die ich vorher gesagt habe, ist alles möglich. Jetzt haben Sie bis jetzt noch nicht so harte Gegner gehabt, außer heute. Es war vielleicht ein bisschen härter gewesen. Finnland ist aber trotzdem noch mal eine andere Stärkeklasse. Wie gehen Sie mit dem um? Ja, also ich würde nicht sagen, dass wir nicht unbedingt sehr schwache Gegner hatten. Wir wollten doch unser Spiel durchziehen und es ist immer schwierig am Anfang, wenn man von dem eigenen Publikum ein bisschen Druck hat. Wir haben das gut gemeistert, habe ich das Gefühl. Und jetzt, wir haben viele Spieler mit dieser Situation schon mehrmals müssen umgehen. Das ist jetzt im Halbfinale ein sehr starkes Team, also wir ein sehr starkes Team treffen und es wird schon klappen. Was sind denn die Stärken von dem finnischen Team? Sie spielen sehr schnell den Ball, sie sind sehr konsequent im Abschluss, aber das kennen wir und wir haben ebenfalls unsere Stärken, die wir jetzt entfachen können in diesem Turnier und wir werden sicher den Fokus auf unsere Stärken legen und nicht zu fest über Gegner nachdenken. Danke.